Herzlich willkommen zum 11. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Nachdem wir in der letzten Folge auf der einen Seite Marcus' Ankunft in Jericho gesehen haben und vor allen Dingen Kara, die durch das Herrenhaus Slutkos stolperte und dann mit Luther geflohen ist, bin ich gespannt, was diesmal auf uns zukommt. Es scheint so zu sein, dass sie für die Side Story von Kara die eigenwilligsten Set-Pieces sich heraussuchen. Jetzt sind wir hier mit Connor im Zen-Garten. Das, was man gerade gesehen hat, war wieder die Einblendung einer Software-Instabilität und vor allen Dingen die gelbe LED. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass wir hier in einer virtuellen Umgebung sind, nämlich der, in der Connor Bericht erstattet. Also wenn Sie sich erinnern, war die Szene ja vorher die, dass er im Fahrstuhl stand und Bericht erstattet hat. Und warum sollte das nicht in dieser Form stattfinden? Ja, mal schauen, Amanda. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Wer kann dazu schon Nein sagen? Ach. Es bedeutet aber, wenn das virtuell Dieser ist. Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Ich stimme zu. Vielleicht bin ich für diese Aufgabe nicht geeignet. Vielleicht sollten Sie mich lieber austauschen. Konntest du etwas herausfinden? Ich fand sein Tagebuch, aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Connors tot. Es scheint schwierig für ihn zu sein, wenn ein Connor zerstört und dann ersetzt wird. Ich weiß, Menschen kommen schlecht mit Verlust zurecht. Es wird sicher Probleme mit ihm geben, wenn das nochmal passiert. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay. Amanda gutiert immer, wenn sich Connor wie eine Maschine verhält. Das hat man in in der Bewertung, seiner eigenen Bewertung gesehen. Dass man ihn dann halt austauschen soll. Und das Zweite ist, wenn das eine virtuelle Umgebung ist, dann ist Amanda definitiv ein Android. Ja, das macht eigentlich. Ich weiß, das darf ich nicht sagen, ja, weil das ein böser Anglizismus ist. Also, das hat eigentlich keinen Sinn, wenn sie, dass sie ein Mensch sei, wenn sie in dieser virtuellen Umgebung dann eine Repräsentation darstellt, was natürlich aber auch sein könnte. Okay, das ist sein Auto. Ein bisschen speziell jetzt hier das Setting.
Schön. Ja, diese Fixierung mit L1, das wird nicht besser. Also. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Nochmal. Ja, er ist konsequent. Wenn er nochmal klingelt, dann klingelt er nochmal. Okay, das war nix. Aber es ist Licht. Okay. Was ist das? Ach, das ist der Hund. Der Bernardino. Liegt da hinten irgendwas? Aber der Hund ist erstaunlich ruhig gewesen. Aha, 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 aha. Ah, da ist der Hund wieder. Okay. Ach du große Güte. Ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Na dann, komm. Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Das ist ein Wort, ich weiß deinen Namen. Na dann ist ja alles gut. Okay, jetzt mal gucken, was der Typ. Okay. Die recht viereckige Flasche, die da liegt, wird wohl ein Whisky sein. Ach du große Güte. Eine Kugel ist übrig. Schön. Da war er ein bisschen dran. Aber was wollte er mit der Waffe? Okay, also dann ist er einfach nur betrunken. Also mit einer Alkoholvergiftung zwar ordentlich, aber... Ja. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Okay. Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, gefälligst von hier! Hey, ja, ja, heil! Super, Pasi! Guter Hund! Pasi! Der hört ja aus, wird der Hund. Haben Sie, ich glaube, ich muss kotzen. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Was soll das? Ich will nicht mal, danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was machst du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Ich verstehe.
Ich hoffe wirklich, dass Sie Ihre privaten Probleme bald lösen. Dieser Mordfall. Was wissen wir darüber? In einem Sexclub in Downtown wurde ein Toter gefunden. Laut Bericht könnte ein Android involviert sein. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Okay. Ich hole sie. Okay. Also der Eden Club taucht jetzt schon zum zweiten Mal auf, nach der Sex-Androidin, die Hank... Was möchten Sie anziehen? ...im Rechner hatte. Was geben wir, nehmen wir denn, um Himmels Willen? Gestreift. Eieiei. Was für Klamotten. Schon zum zweiten Mal, dass es auffällt. Also da scheint offensichtlich der Leidensdruck, wenn man das so sagen kann, für die menschlich werdenden oder unter einer Anomalie leidenden Androiden. Ist offensichtlich Leidensdruck sehr hoch. Okay, da kann ich aber auch nichts mehr machen. Hank über dem Klo. So, mal schauen, was hier noch geht. Ja, hier kann man sich nichts anschauen. Okay. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, offenbar nicht. Ja. Ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Im Hintergrund, das haben wir was vergessen, eskaliert immer noch der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und okay. Sex Cells. Also im Hintergrund lief gerade nochmal wieder eine Reportage über den eskalierenden Konflikt in der Antarktis. Um Gottes Willen. Ja, die Werbung oder Berichte in der nahen Zukunft sind auch nicht wesentlich zurückhaltender mit Klischees und Sexismen. Ja, warum sollten sie das auch sein? Wenn man sich hier umschaut, sind die Laster immer noch dieselben. Huch. Okay. Ah, das ist sein Sohn. Ja, da bin ich froh, dass ich das jetzt gesehen habe. Jetzt schauen wir uns die Waffe nochmal an. Ach, da fällt mir ein, noch 2 Monate bis Red Dead Redemption 2. Das könnte mit Verlaub eines der nächsten Let's Plays werden. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Als ob den Hund das interessieren würde. Das mit dem Selbstmord habe ich jetzt noch nicht verstanden. Russisch Roulette natürlich. Eine Kugel im Revolver. Also ein kulturelles Muster, was hier anzitiert wird. Und dass der Android kennt. Sonst hätte er den Schluss nicht gezogen. Aber jetzt sind wir erstmal zum Eden Club und dem eigentlichen Mordfall aufgebrochen und haben aber vor allen Dingen entdeckt, dass Hanks Sohn gestorben ist.
Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis auf seine eigene Geschichte und vor allen Dingen seinen eigenen Zustand, in dem er sich jetzt gerade befindet. Ja. Aber im Wesentlichen auch wieder eine relativ ruhige Szene. Okay. Das ist, scheint mir jetzt der Angriff auf die Docks zu sein. Ah, nicht der Angriff. Das Stehlen von Biokomponenten und Blut. Hier ziemlich ikonisch die Szene. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Ja, warum ikonisch? Norse ist die erste, die vorangeht. Danach sehen wir den relativ neutral gestellten Simon und danach Josh. Genau in der Reihenfolge würde ich die Charaktere einordnen in Bezug auf ihr Verhalten. Sie dürfen uns nicht sehen. Auf ihr Verhalten und ihre Einstellung gegenüber im Widerstand. Nämlich North ist die Aggressive, die auf Kampf drängt. Simon ist relativ unentschieden. Er scheint mehr oder weniger das Sozium. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Das Sozium im Blick zu haben in Jericho. Und Josh ist der Pazifist im Team. Und ich habe mich eigentlich noch nicht entschieden, wie ich die Rolle von Marcus gestalten werde. Wenn es denn diese Möglichkeit gibt, womit ich aber rechne. Und ich denke, wir versuchen es gewaltfrei. Nur gewaltfreie Revolutionen führen auch zum Ziel. Ah, da sind wir schon. Und Gewalt, wie wir alle wissen, gebiert nur gegen Gewalt. Ja, mal schauen, ob ich damit richtig liege. Oh, jetzt bin ich hier falsch gerannt. Ah, super. Marcus, komm hier rauf. Okay. Marcus, da lang. Wo willst du denn hin? Ja, hoffentlich habe ich jetzt damit nicht schon eine bestimmte Entwicklung getriggert, dass ich nicht ihr zuerst hinterherlaufe. Eieiei. Da muss ich lang. Okay. Waren das jetzt Androiden oder Menschen? Diese Wachen? Das Lager ist da. Wir sind fast da. Also wenn man das hier so sieht, wundert man sich, warum die Androiden sich nicht jeden Tag dort bedienen. Also das ist ja, scheint ja alles kein großes Problem zu sein. Aber vielleicht irre ich mich darauf. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Ah, jetzt sehen Sie nochmal dieses Vorkonstruieren. Das hatte ich ja beim letzten Mal mit Marcus auf dem Parcours ausgeblendet. Und dann berechnet man hier unterschiedliche Varianten vor. Ist ein bisschen, ich sag mal so, ist ein bisschen fraglich, wieso man das so macht, das suggeriert eine Action-Sequenz, die schlussendlich aber vorberechnet ist. Und so hat man den Eindruck, dann doch noch etwas mitzutun. Und sie wird zum Glück nicht durch ein Quicktime-Event gelöst. Also das ist, muss man ehrlich sagen, ist auch ein gutes. Okay, dann frei darüber springen oder wie? Ah, okay. Jetzt drauf und
Okay. Jetzt führen wir das aus. Das läuft jetzt alles vollautomatisch ab. Zack. Und jetzt. Bist du okay? Die Umsetzung. Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Entschärft Quicktime-Sequenzen enorm, muss man ehrlich sagen. Ist aber jetzt nicht wirklich ein spannendes Gameplay-Element, aber bindet die Androiden-Fähigkeiten ganz gut ein. Insofern passt das schon. Okay, hier sind wir jetzt an den Materialkisten. Und besorgen uns vor allem blaues Blut. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? Was macht ihr da? Ich sagte doch... Das habe ich jetzt im Affekt gemacht. Josh guttiert es nicht. Himmels Willen, das hätte jetzt nicht sein müssen. Steckt den Rest ein, dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Ja, habe ich so entschieden. Kurzschlussreaktion, aber durchaus eine übliche Spielelogik in solchen Sequenzen. Größere Kiste, größere Kiste. In den kleinen Kisten ist er schon. Ah, da ist er. Jetzt hat Markus tatsächlich Blut an den Händen. Nee, das gefällt mir nicht. Er wird nicht den aggressiven Weg gehen. Das ist... halte ich nicht durch. Ich würde mich dann wahrscheinlich spontan in einer bestimmten Situation einfach dagegen entscheiden. Warum seid ihr nicht Fifi? Und das wäre nicht gut. AP-700, ich glaube, das ist das Nachfolgermodell, was... die befallen wir. Ja klar. Was ist jetzt? Was macht er jetzt? Markus heilt durch Handauflegen. Ja, das ist schon sehr messianisch. Ja, also der Leader wandelt durch Handauflegen um. Morph scheint zu gefallen. Jericho scheint zu gefallen. Josh. Mehr können Simon. Wir nicht tragen. Gehen okay. Wir. Punkten alle. Gut. Ach, was ich sagen wollte, das ist das Nachfolgemodell, was der Vater bestellt hat. Ganz am Anfang in der allerersten Szene. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Moralisches Dilemma. Wir nehmen sie mit. Sie kommen mit uns. Okay, nur aufpassen. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Dort drüben, in diesem dunklen Keller. In der Kontrollstation. Nein. Zwei Menschen machen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wir gehen. Zu hohes Risiko. Was wir haben, reicht. Das gibt's doch nicht.
Wir können über den Zaun, das ist der schnellste Weg raus. Okay, dann also los. Wenn das so weitergeht, wirklich, dass man in so einer Situation 7 oder 8 Entscheidungen treffen muss und damit faktisch immer bestimmte Stimmungen der Gruppen einfängt, dann kann man, wenn das Spiel entscheidend ist, mal ganz klar daneben liegen. Das geht hier weit darüber hinaus, ob ich jetzt lieber einen Tisch malen will oder lieber Marcus als Android, der an sich selbst zweifelt. Okay, also müssen wir sehen, wie das hier weitergeht. Wir aber haben blaues Blut und Biokomponenten. Das wird für uns alle reichen. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ah, jetzt auf einmal, oder? Das gibt's ja nicht. Vorher sind noch stinksauer, weil ich hier nicht auf Aggro mache. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. RA9. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Der Verkaufsandroid und das Blut an der Hand. Na, schauen wir mal. Okay, ja, das nimmt, also bei Marcus jetzt gehörig Fahrt auf. Wir haben faktisch eine Situation, eine Ruhephase, in der relativ wenig passiert ist. 7% haben das nur abgelehnt, sie mitzunehmen. Ah, okay. Ach nee, 7% haben sich für diese nicht riskante Variante entschieden. Ja, dann ist es eben so, oder? Dann bin ich halt eine Memme. Dann gehe ich auf Nummer Sicherheit. Das ist mein Weg hier mit Marcus. Es ist tatsächlich zu schade, das Ganze zu opfern. Wir 3 Beutel blaues Blut und 2 Augen. Da bin ich ganz bei Schorsch in der Beurteilung. Und hier lässt das Spiel auf einen Schlag seine Muskeln spielen. Man wird in eine Szene getrieben, die einen vor schnelle Entscheidungen stellt und vor allen Dingen, die wahrscheinlich relativ große Tragfähigkeit haben, also Tragweite haben. Wir haben jetzt gesehen, diesen Baum, in dem ich mich hätte entscheiden können oder müssen, und das hätte einen komplett anderen Strang aufgemacht. Und möglicherweise waren es eben nicht nur die 2 Wochen, an denen ich vorbeigeschlichen wäre, sondern wer weiß, was da passiert wäre. Vielleicht hätte ich einen der 3 verloren, vielleicht wäre Marcus gestorben. Nee, das machen wir nicht. Aber das Spiel zwingt einen durch Dialogverläufe. Und jetzt sage ich es, in Dialogen wird Gesprächssinn entwickelt, und zwar gemeinsam zwischen allen, die an diesem Dialog teilnehmen. Das heißt, es ist nicht nur unsere eigene Sicht, die hier eine Rolle spielt, oder die der Figur, die wir spielen, sondern wir fällen unsere Entscheidung vor dem Hintergrund des Gesprächs, an dem wir teilhaben. Und das macht uns natürlich als Menschen extrem anfällig, weil wir dann auf ganz verschiedene Impulse reagieren, die hier vorgestellt werden und die natürlich in diesem Dialog von den Entwicklern diametral ausgelegt werden. Die eine will Kampf, der andere die Sicherheit. Und wir entscheiden uns für die ein oder andere Variante in der Situation noch hier ohne Zeitdruck. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel uns lange damit in Ruhe lässt, sondern ich glaube, es wird durchaus so weit kommen, dass wir solche Entscheidungen
die eine große Relevanz für den weiteren Verlauf haben, auch unter Zeitdruck fällen müssen. Insofern, jetzt würde ich sagen, geht es los. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht, und hoffe auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Also bis dahin.